Servus Angelfreunde und willkommen zu meinem ersten Video von Ultimate Fishing 2. Gestern habe ich das mal runtergeladen am 19 Uhr. Der Start war etwas holprig, da ich im Ladescreen hängen geblieben bin, weil ich meinen Controller angeschlossen hatte. Und ich wollte auch gestern noch streamen. Das ging sich aber dann leider nicht mehr aus. Ich hatte ein paar Bugs sowie FPS-Einbrüche am Anfang, aber heute funktioniert es tipptopp, muss ich sagen. Ich habe keine Fehler mehr. Die Fische schwimmen normal, so einigermaßen. Und ja, jetzt mache ich mal das erste Video und heute Abend werde ich wahrscheinlich streamen, circa 20 Uhr. Ich zeige euch mal so die Fähigkeiten, was es so gibt. Wirtschaftler und Trickser. Ich bin eher bei Trickser. Attraktivität der Köder zum Beispiel ist hier ein bisschen erhöht. Dann die Fische im Aquarium wachsen 5% schneller. Mehr XP für die Fische. Und die Fische werden schneller müde um 5%. Da gibt es noch einige tolle Sachen zum Skillen. Am Schluss dann Fische im Aquarium wachsen um 10% schneller und Fische werden um 10% schneller müde. Ist natürlich fürs Karpfenangeln toll. Hier gibt es dann mehr was für die Wirtschaft. Da bekommt man mehr Münzen für die Fische und gibt es auch einige, viele super Sachen zum Skillen. Also man ist sehr beschäftigt. Was hier neuartig ist, ist das Aquarium. Hier kann man die Fische reingeben, wenn sie etwas kleiner sind, dann kann man die auch füttern. Mein Fisch ist hier gestorben, den habe ich nicht mehr gefüttert, aber wie man sieht, hier kann man Würmer reingeben und die Fische dann füttern. Die wachsen dann auch und die kann man dann auch hier verkaufen. Hier kann man auch die Trophys aufhängen, das ist der eigene Wohnsitz. Ist eigentlich eine gute Idee und eine kleine Spielerei nebenbei. Genau, dann gibt es noch Turniere. Die Tagesturniere gibt es hier und man kann auch eigene Turniere erstellen. Ist auch eine feine Sache. Dann gibt es hier Missionen, zum Beispiel hier habe ich die Regenbogenforelle, 10 Kilo oder 2 Kilo vom Katzenwels. Da gibt es dann auch so 40 oder 30 Münzen. Derzeit bin ich in der Rangliste auf Platz 56 mit 341 Kilogramm. Das schwerste von mir ist ein Graskapf mit 19 Kilogramm. Das war schon ein ziemlicher harter Brocken, muss ich sagen. Insgesamt habe ich 103 Fische bis jetzt gefangen. Dann gibt es hier auch wieder einiges. Das ist das Tutorial, das macht eh jeder am Anfang. Und dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gewässer zum Beangeln. Ich bin jetzt derzeit beim Salassi Letninsko. Da bin ich Karpfenangeln. Da gibt es Schleien, Barsch, Rapfen, Barben, Brassen, haufenweise Weißfische. Dann gibt es halt die Spiegelkarpfen, Wildkarpfen, Graskarpfen, auf die ich angle derzeit. Und das zeige ich euch dann im Video, mit was ich angle und wo ich angle. Das seht ihr dann am Ende des Videos. Auch meine Quip seht ihr da, mit was ich angle. Eine Tiefe habe ich bei den Karpfen meistens so 1,50 Meter. Also derzeit das Fazit von mir, mir gefällt es jetzt, wenn es fehlerfrei ist. Wie gesagt, der Start war etwas holprig, aber jetzt funktioniert es eigentlich tadellos. Ich habe keine Einbrüche mehr und man kann in Ruhe angeln. Hier gibt es noch das Geschäft. Da gibt es einige Pakete, was man hier kaufen kann. Angelsets.
11.000 ist halt richtig heftig. Ich bin selber gerade am Sparen. Es gibt Universalrouten, Busenrouten, Spinningrouten, Bedcastrouten sind noch nicht drinnen und die Feederrouten. Feederroute habe ich mir jetzt eh gegönnt. Ah, Blödsinn, die Busenroute habe ich mir jetzt gegönnt mit 9 Kilogramm. Zeige ich euch auch noch schnell. Auf die Karpfen angelte ich derzeit so. Ich habe da so eine Busenroute mit 9 Kilo. Dann die Angelrolle Universal 4 Kilo. Dann habe ich da 7 Kilo Hauptschnur und 8 Kilo Vorfach. Die Hauptschnur muss ich noch ein bisschen anpassen. Dann habe ich da einen Wegler drauf mit 3 Gramm. Dann das Blei dazu. Dann habe ich einen 6er Karpfenhaken und einen Mais als Köder. So habe ich ziemlich gut die Karpfen befischen können. Hat gut funktioniert, muss ich sagen. So, und jetzt seht ihr noch ein paar Fische von mir und die Position. Und dann wünsche ich euch dort viel Glück und Petri Heil. Ciao, ciao.